da draußen, wie schön, dass ihr zu einer weiteren Folge von Jennifer Moore Interviews eingeschaltet habt. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie könnten wir ein Interview denn mal ein klein wenig umgestalten? Und dann kam mir folgende Idee, warum lade ich nicht einfach mal einen Top-Athleten ein, der mir unter Belastung Fragen stellt, beziehungsweise Fragen beantworten muss, so rum. Genau, also gesagt, getan, ich habe Henning Fritz angerufen und der meinte, Jenny, alles klar, ich komme. Zur Erinnerung, Henning Fritz war Welthandballer, Welttorhüter und Weltmeister. So, und was dabei rauskam, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Jenny, hi. Wie schön, dass du heute mit mir diesen Spaß mitmachst. Und sag mal, wie ging es dir denn, als ich dich gefragt habe, hey, machen wir diesen Spaß jetzt gemeinsam? Naja, mir war schon ein bisschen mulmig zumute, weil ich nicht wusste, okay, was für Fragen will sie mir stellen und das unter Belastung, aber... Ich freue mich drauf, ich bin gespannt, weil bisher kenne ich das ja nur, die Übung zu machen, irgendwelche Anzahl runterzuzählen, aber jetzt wirklich dabei auch den Kopf einzustellen und Fragen zu beantworten, bin ich gespannt. Okay, dann würde ich doch einfach sagen, legen wir mal los. Vorab sage ich dir, es sind 14 Fragen, willkürlich ausgewählt. Ich habe in meinem Umfeld nämlich mal nachgefragt, was würdet ihr denn Henning fragen? Unter anderem auch meinen 7-jährigen Sohn. Und ich fand das so süß, von daher musste ich das unbedingt mit reinnehmen. Henning, bist du bereit? Ich bin aufgewärmt und bereit. Okay, also du darfst anfangen mit ganz normalen Squats. Ich gebe dir zwischendurch Anweisungen, wie du weitermachen darfst. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie deine Antworten ausfallen werden. Also, du darfst mit den Squats beginnen. Ich fange an? Ja. Wann haben deine Frau, deine Kinder und deine Schwiegermutter Geburtstag? 28.03.70. Schneller. 22.06.02. 15.01.05. Oh, Schwiegermutter, 49 geboren. Tag, Monat weiß ich nicht. Wer war Konrad Adenauer? Bundeskanzler. Wer ist für dich der beste Handballer? Nikola Karabatic. Was ist dein Lieblingsverein? SC Magdeburg. Okay, du darfst weitermachen mit Liegestützen. Liegestützen. Wie viele Länderspiele hast du? 235. Wie viele Bundesligaspiele? 562. Welches war dein bestes Handballspiel? Halbfinale 2007. Wie oft wurdest du deutscher Meister? 5-mal. Wo war dein letzter Urlaub? Türkei. Hast du Punkte in Flensburg? Nur Minuspunkte. Okay, wir machen weiter mit Burpees. Du hast insgesamt noch 4 Fragen von meinem 7-jährigen Sohn. Ich freue mich sehr auf deine Burpees. Und zwar, in welcher Halle hast du Handball gespielt? Hermann-Giesler-Halle, Bürtelland-Halle, Ostsee-Halle, SAP-Arena. Fallen dir noch welche ein? Ja, ja. Köln-Arena, Berliner Halle, keine Ahnung, wie sie heißt. Olympiahalle, München. Perfekt. Achtung, nächste Frage von meinem 7-jährigen Sohn. Waren deine Mannschaften froh, wenn sie gewonnen haben? Immer. Überglücklich. Habt ihr oft verloren? Ich habe mehr gewonnen als verloren. Was ist der größte Trick beim Handball? Zu gewinnen. Besser zu sein als die anderen. Und mehr Tore zu werfen als die anderen. Okay, und noch zwei weitere Tricks? Im richtigen Moment gute Entscheidung zu treffen. Okay, und du bist erlöst. Henning, ich bin wirklich beeindruckt, in was für einem, vor allem Länderspiele, Bundesligaspiele. Wie merkt man sich sowas? Hast du die alle einzeln aufgeschrieben oder hattest du... Also Länderspiele weiß ich relativ gut, Bundesligaspiele weiß ich nicht genau. Tatsächlich hatte ich Probleme, die Sporthallen aufzuzählen, weil mittlerweile viele Namensänderungen es gegeben hat und ganz ehrlich, oftmals wusste ich die Hallennamen und ich wusste, heute spielen wir in Frankfurt oder da, aber wie die Hallen hießen, das wusste ich nicht immer. Okay, also vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du diesen Spaß mitgemacht hast. Und hast du noch einen letzten Tipp für viele junge Menschen, für viele Menschen generell da draußen, für die Zukunft? Auf jeden Fall. Seid optimistisch, arbeitet an euch, an eurem Mindset, wie es so schön heißt. Haltet euch fit, versucht immer mehrere Optionen zu haben, was berufliche Sachen angeht. Meistens ändern sich die Dinge.
gerade in der jetzigen Zeit merkt man, dass gewisse Berufsdinge, Berufsfelder sich verändern. Von daher, seid kreativ, guckt, was eure Stärken sind und versucht, berufliche Dinge nach euren Stärken auszurichten. Wir danken euch vielmals fürs Zuschauen und bleibt in der App und wir freuen uns sehr, wenn ihr immer wieder vorbeischaut. Bis zum nächsten Mal und euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao.